Hallo Freunde und willkommen zurück. Ja, wir sind hier in einem Infovideo. Worum es geht, kann man schon sehen. Metal Gear Solid The Legacy Collection. Ja, für die Leute, die es schon gesehen haben und natürlich auch für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist dieses noch nicht in meiner Let's Play Liste aufzufinden. Warum nicht, erkläre ich euch jetzt. Und zwar, ich hatte ganz vergessen, dass das Release-Datum von diesem Spiel oder von dieser Collection heute war, also am 12.09. Ich habe das total verpeilt und deswegen habe ich einen Kumpel mal ganz schnell gefragt, ob er mir das mal vorstrecken kann, damit ich mir das holen kann. Und ich denke mal, Let's Plays werden auf jeden Fall davon folgen, auf jeden Fall. Aber was Kleines zum Spiel. Es sind alle, wirklich alle Teile von Metal Gear Solid da drauf. Von Metal Gear 2 Solid Snake und Metal Gear Solid 2 und die 3 und die 4 sind drauf. Es ist wirklich jeglicher Teil, der davon existiert, drauf. Und das Geile ist, ich bewundere Konami wirklich, dass sie versuchen, wirklich dieses Spiel am Leben zu halten. Und ich muss sagen, dass ich hatte den DHD Collection schon mal. Und ja, die wurde mir entrissen, sag ich mal. Genauso wie der vierte Teil. Also ich hatte die HD Collection und die Metal Gear Solid 4. Doch die wurde mir entrissen. Alle beide wurden mir entrissen. Sozusagen gestohlen. Klingt ein bisschen bescheuert, wie kann ein Spiel von zu Hause verschwinden? Ganz einfach. Indem man Leuten vertraut und die das Vertrauen ausnutzen und einfach mitgehen lassen. Und dann so tun, als hätte man es nicht getan. Ja, also sowas nenne ich Assi, ja. Aber nicht viel von mir, sondern es geht mehr wiederum um das Spiel. So, um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen, schauen wir uns den Trailer an. Ich finde ihn genial. Und ich muss sagen, ich sag gar nichts mehr. Wir sehen ihn uns an. Vollbild, geht nicht. Dann klicken wir jetzt auf Play und ihr seht ihn dann. Wir sehen uns nach diesem Trailer. Bis dann. Hier sind wir wieder. Und wie hat euch dieser Trailer gefallen? Mal ehrlich, er ist wirklich genial gemacht. Er hat von jedem etwas gezeigt, von jedem Spiel. Richtig, richtig geil. Jetzt noch was dazu. Ja. Also wie gesagt, es werden wahrscheinlich Let's Plays jeglicher von allen Spielen davon folgen. Abgesehen von Metal Gear und Metal Gear 2. Beziehungsweise ich werde dann
einen letzten Test machen, der ungefähr 40 Minuten laufen wird. Von Metal Gear und Metal Gear 2. Sollte uns währenddessen im Let's Test was gut gefallen, beziehungsweise sollte mir etwas wirklich gut gefallen, dann werde ich es doch Let's Playen. Aber gleich vorab zu sagen, also man bildet sich ja immer vorher eine Meinung. Und meine Meinung ist, Grafik ist nicht Bombe. Gut, okay, es ist sehr alt. Sehr, sehr alt. Da kann man nicht viel erwarten. Aber, ja, wie gesagt, ich bin Neueres gewohnt. Und wenn ich von neu auf zurückspringe, da gibt es immer bei mir solche kleinen Probleme. Aber wir werden eine Let's Test von machen von den beiden. Und dann werden wir sehen. Let's Playen wir es. Oder lassen wir es sein. Nein, aber auf jeden Fall wird ein Let's Play von Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4 auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, wann Metal Gear Solid 5 rauskommt. Es kommt auf jeden Fall noch ein fünfter Teil. Ja, viele sagen, Metal Gear Rising ist der fünfte Teil. Nein, so ganz der Wahrheit entspricht das nicht. Ursprünglich sollte es der fünfte Teil werden. Nein, doch. Aber die haben sich dann doch umentschieden, dass es eine andere Art von Teil sein soll. Und ja, es hat ja nur mit Raiden zu tun. Es hat zwar auch was mit Metal Gears zu tun und bla bla bla, aber es hat eine ganz, ganz andere Geschichte. Zwar es geht um die Freiheit, um die Geschichte von Raiden. Zumindest von Jack, weil Raiden ist ja jetzt nicht mehr wirklich sein richtiger Name. Er wird ja jetzt nur noch Jack genannt. Beziehungsweise Raiden hieß er damals, also aber er ist eigentlich Jack the Ripper. Ja, Jack the Ripper ich kenne die Geschichte nur so, ich kenne auch noch einen anderen Jack the Ripper, der wirklich existiert hat, aber da wollen wir jetzt nicht tiefer eingreifen. Auf jeden Fall, da Metal Gear Rising ist nicht der fünfte Teil, das ist definitiv eine Tatsache. Nein, aber es kommt auf jeden Fall noch ein fünfter Teil von Metal Gear Solid raus. Und der sieht qualitativ richtig, richtig geil aus. Und ich muss auch sagen, es ist wieder das, wie man es hier oben sehen, Tactical Espionage Action drin. Wird auf jeden Fall wieder vorhanden sein. Und ich werde mich, wie ich mit den anderen schon gespielt habe, auch darüber freuen. Und diesmal werde ich mir definitiv darauf achten, wann das wann der Release-Datum ist. Und werde es mir dann wahrscheinlich holen. Und vielleicht mit euch zusammen. Let's Playen. Ja, das gibt es noch zu sagen. Ach so, ja. Der dritte Teil wird auf jeden Fall blind sein. Das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, ist eine halbe Mission, die vielleicht, ich glaube, eine ganze Mission ging. Ah, was heißt Mission? Das ist ja nicht unter in Mission aufgeteilt. Also ich habe 10, 20 Minuten gespielt und dann keine Lust mehr gehabt. Aber es wird auf jeden Fall blind sein. Ich sage mal so, ich habe es nur angezockt, zu gucken, wie es ist. Und ich quatsche um heißen Brei, würde ich sagen. Auf jeden Fall let's play ich das und das wird blind sein. Auf jeden Fall let's play ich die Collection. Also die ersten zwei, die werden Let's Tests. Nein. Auf jeden Fall, ich möchte eure Meinung dazu wissen. Wie denkt ihr darüber? Wie findet ihr Metal Gear Solid? Wie findet ihr die Logik in dem Spiel? Die Story und erklärt es mir einfach, ich möchte eure Meinung wissen. Und ein Daumen hoch. Ein Daumen hoch, wenn ich es Let's Playen soll. Ein Daumen runter, wenn es nicht ist. Nein, lieber nicht Daumen runter, lieber ein Kommentar. Das kommt immer am besten an. Nein, auf jeden Fall will ich eure Meinung wissen. Und ja, sehen wir uns wahrscheinlich in diesem Let's Play. Bis dann. Ciao.